900 und 300 mehr. 479 vor Christus marschierte der persische Großkönig Xerxes nach Griechenland. Es war die zweite persische Invasion gerichtet gegen Athen, nachdem die erste 10 Jahre vorher gescheitert ist, welche als Vergeltung für die athenische Unterstützung beim ionischen Widerstandes an der Küste Kleinasiens begann. Die ersten auf seinen Weg nach Athen war ein Verteidigungsposten der Spartaner. Bei den Thermopylen, einem verzwickten Hügelpasssystem, welcher erst einmal mal passiert werden musste. Am Ende der griechischen Welt, an der Grenze zu Thessalien, der letzte spartanische Grenzposten. Kein anderer spartanischer Grenzposten ist so weit entfernt von Sparta. Zu der Zeit eine undurchdringliche Verteidigungsanlage, die Spartaner gelten als unbesiegbar. Das persische Streitheer, angeführt von Xerxes, war auf dem Weg nach Athen. 100.000 Perser. Während die persische Flotte an der Küste entlang segelte. Beim Betreten des griechischen Territoriums wurde die persische Streitmacht gesichtet. Sie waren auf dem Weg. Die persische Invasion begann 479 vor Christus. Als die persische Armee über Thessalien nach Griechenland einmarschierte, kam diese zuerst über Böotien und Theben sowie anderen Polis auf ihren Weg nach Athen durch. Dort bildeten die ansässigen Polis eine Streitmacht, um ihre Heimat zu verteidigen. Doch als die Griechen die persische Streitmacht erblickte, zogen sie sich zurück. Die griechische Streitmacht aus Böotien marschierte, um die persische Armee zu empfangen, doch musste feststellen, dass die persische Armee nicht zu empfangen war. So zog sich das griechische Streitheer aus Böotien wieder zurück. Die einzigen, die blieben, waren die Spartaner aus dem Grenzposten. Zurück blieben 900 spartanische Hopliten, welche den Befehl hatten, die Grenze zu verteidigen. Und die persische Streitmacht auf griechischem Territorium herzlichst zu empfangen. Das persische Heer musste auf dem Weg nach Zentralgriechenland die Thermopylen überqueren. Ein verzwicktes Labyrinth aus Schlangenlinien und Stolperfallen lösen, um schließlich nach Böotien zu gelangen. Die Hopliten suchten sich eine Verteidigungsposition aus. Sie hatten die Wahl zwischen einer stacheligen Lücke im Gebirge, aber sie entschieden sich für einen ruhigen Flussübergang. Dort warteten sie. Als Leonidas, König von Sparta, dies hörte, machte er sich unverzüglich auf den Weg zu den Thermopylen, er eilte mit 300 tapferer Spartiaten zur Hilfe. Denn die Spartaner lassen niemanden zurück. Leonidas war König von Sparta aus dem Geschlecht der Agiaden, neben den Europontiden eines der beiden Königshäuser des antiken Sparta. Sie führten sich auf den mythischen Herakles Nachkommen Eurysthenes zurück, waren aber nach dessen Sohn, Agis dem Ersten, benannt. Die Agiaden galten als das vornehmere Geschlecht und waren, vor allem in klassischer Zeit, im politischen Leben von Sparta auch dominanter als die Europontiden, aus ihren Reihen stammten viele bedeutende Könige wie Kleomenes, Leonidas. Oder der Regent und Feldherr von Plataiai Pausanias. Als die persischen Truppen den Engpass erreichten, blockierten die spartanischen Hopliten diesen und verweigerten den Durchgang. Xerxes schickte die Meder und Kissianer als Erste gegen die Spartaner. Nachdem diese nach einer Schlacht, die einen ganzen Tag dauerte, erfolglos geblieben waren, folgten die Unsterblichen. Nach Herodot wichen die Griechen tagelang nicht von ihrer Stellung und fügten den Persern hohe Verluste zu. Am zweiten Tag nahm das Speerfeuer der persischen Bogenschützen deutlich zu. Am dritten Tag gingen den persischen Bogenschützen die Pfeile aus. Der vierte Tag war glorreich. Am fünften Tag kam der König. Als die persischen Truppen keine nennenswerten Erfolge erzielten, schickte Xerxes seine Elitetruppen, eine Ansammlung als grotesken Kriegern aus allen Winkeln der Welt und anderen seltsamen Bestien. Leonidas nahm ohne zu zögern den Kampf auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, kämpfen sie dort noch heute. Die Thermenpassage im Herzen Griechenlands ist ein Engpass, der eine entscheidende Schlüsselrolle einnimmt. Über 7000 griechische Soldaten versammeln sich hier, um sich einer epischen Schlacht zu stellen. Angeführt von 300 der gefürchtetsten Krieger der Antike, den Spartanern, steht dieser Tag mit 300 Männern für eine Art Eliteeinheit der Antike. Ihre Mission ist es, den Pass zu verteidigen oder anzugreifen. Über Jahrhunderte hinweg wurden Mut, Ehre und Opferbereitschaft der Spartaner bewundert, keiner von ihnen sollte den Pass lebend verlassen. Die Schlacht von den Thermopylen ist eine der bekanntesten Schlachten der Geschichte, das Epizentrum der Antike.
Ihr Einfluss reicht weit über die Schlacht hinaus und sollte die Entwicklung der westlichen Gesellschaft und der Demokratie maßgeblich beeinflussen. In diesem Pass stellten sich 300 tapfere Spartaner einer überwältigenden feindlichen Streitmacht entgegen und gingen für immer in die Geschichtsbücher ein. Wir schreiben das Jahr 480 vor Christus, als König Xerxes, Herrscher über das mächtige persische Großreich, Griechenland erreicht. Er führt die bis dato größte Armee an, eine modern ausgerüstete Streitmacht. Bis heute streiten Historiker über die genaue Stärke der persischen Armee. Dies war eine der größten Armeen, die jemals durch Griechenland marschierten, begleitet von einer Flotte von über 1000 Kriegsschiffen. Das Perserreich erstreckte sich von den Ufern des Indus in Indien bis zum Nil in Ägypten, und die Größe dieser Armee war unvorstellbar. Der Unterhalt dieser Armee war unglaublich teuer. Xerxes hatte 5 Jahre lang Truppen ausgebildet, Schiffe gebaut und Vorräte für seine Invasion von Griechenland beschafft. Sein Ziel war es, Athen bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Man muss sich die immensen Größenunterschiede zwischen den beiden Feinden vor Augen führen. Auf der einen Seite stand Griechenland mit vielleicht 500.000 oder 600.000 Einwohnern, ein Land ohne nennenswerten Einfluss auf das Weltgeschehen. Demgegenüber stand das Perserreich mit Millionen von Menschen aus verschiedenen Völkern, das größte Reich seiner Zeit. Einige Historiker vermuten, dass König Xerxes Athen erobern wollte, um sein Reich nach Westen auszudehnen, während andere glauben, dass es sich um eine Strafexpedition handelte, da Athen 20 Jahre zuvor eine Rebellion gegen Persien unterstützt hatte. Gerade erst war die Demokratie entstanden, eine der Grundpfeiler der westlichen Zivilisation, und nun drohte sie dem Krieg zum Opfer zu fallen. Die Invasion von König Xerxes' Truppen begann in der persischen Provinz Lydien, im heutigen Gebiet der Türkei, und erstreckte sich über fast 1400 Kilometer entlang des Ägäischen Meeres bis nach Griechenland. Im August des Jahres 480 vor Christus erreichte die Armee einen schmalen Pass, die Thermopylen, den historischen Ort, an dem die Griechen ihre Verteidigung aufbauten und wo die dreitägige Schlacht stattfinden würde. Der Pass war zu dieser Zeit an seiner weitesten Stelle etwa 180 Meter breit und wurde südlich vom Kalidromo-Gebirge begrenzt, das eine Höhe von etwa 1400 Metern erreichte. Am Fuß des höchsten Gipfels stürzten Klippen 90 Meter in die Tiefe. Nördlich des Passes ragte eine weitere Klippe empor. Geografisch betrachtet bildeten die Thermopylen einen natürlichen Engpass zwischen dem Norden und dem Süden Griechenlands, wo sich die großen Städte befanden. Es war der einzige Weg von Norden nach Süden, daher war für König Leonidas, seine Spartaner und die anderen Griechen klar, dass sie dort ihren Hinterhalt planen würden. Ein Kundschafter von Xerxes wurde in den Pass geschickt, um herauszufinden, was ihn auf dem Weg nach Athen erwartete. Der Kundschafter entdeckte mehr als 7000 griechische Soldaten, die den östlichen Ausgang des Passes blockierten. Die Griechen waren fast 15:1 in der Unterzahl, aber trotzdem hatten sie sich so positioniert, dass sie dem persischen Angriff standhalten konnten. Mit einem brillanten Schachzug hatten die Griechen den Vorteil der Thermopylen als Schlachtfeld genutzt. Von oben betrachtet sah man einen schmalen Pass, den das persische Heer durchqueren musste. Das war für die Griechen von Vorteil, denn eine enge Stelle konnte gut mit wenigen Männern verteidigt werden. Ein Pass reduzierte die Stärke eines Heeres und machte dessen Größe zum Nachteil, wenn die ganze Armee durchgezwängt werden musste, konnten wenige Männer, die flexibler agieren konnten, mit ihnen aufnehmen. Die Streitmacht der Griechen war ein absolutes Novum, denn zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte kämpften sie nicht gegeneinander, sondern Seite an Seite. Griechenland war zu dieser Zeit noch keine geschlossene Nation, sondern bestand aus vielen kleinen Stadtstaaten, die um regionale Überlegenheit kämpften. Die größten dieser Stadtstaaten, Athen und Sparta, waren erbitterte Rivalen, aber bei den Thermopylen legten sie ihre Streitigkeiten bei, um gemeinsam den persischen Feind zu bekämpfen. Das griechische Bündnis wurde von König Leonidas, einem der beiden Könige von Sparta, angeführt. Er wurde von den verbündeten Griechen aller Stadtstaaten ausgewählt, um den Pass bei den Thermopylen zu verteidigen. Er suchte die Soldaten aus und war ihr General. Seine Aufgabe war es, den Pass bis zum Tod zu verteidigen. Die Schlacht bei den Thermopylen sollte König Leonidas zur Legende machen, und seither kennt jeder Grieche seinen Namen. Ein persischer Berater informiert Xerxes über den Widerstand, den Leonidas und seine 300 Spartaner bei den Thermopylen leisten.
Dieses Gespräch findet Erwähnung in den Historien des altgriechischen Historikers Herodot, einem der frühesten Berichte über die Schlacht. Diese Männer sind gekommen, um mit uns um den Pass zu kämpfen, sagt der Berater. Wenn ihr es wagt, diese Männer zu besiegen und die in Sparta zurückgebliebene Armee zu bezwingen, dann, König, gibt es kein Volk, das die Hand gegen euch erheben könnte. Aber Xerxes verlässt sich nicht nur auf seine Armee, um Leonidas und seine Truppen entgegenzutreten. Vor der Küste Griechenlands, in einer engen Wasserstraße am Kap Artemisia, wartet die persische Flotte. Sie soll in den Rücken der griechischen Soldaten segeln und sie vom Wasser aus angreifen. Wenn die persische Flotte die Straße von Artemisia passiert, könnte Xerxes, Hauptstreitmacht, die Griechen von vorn angreifen, während seine gelandeten Truppen sie von hinten einkreisen. Um die Thermopylen halten zu können, müssen die Griechen die Schiffe aufhalten und versuchen, die persische Flotte zu stoppen. Etwa 300 griechische Kriegsschiffe verteidigen die Meerenge. Auf dem Flaggschiff der Athener befindet sich der griechische Kommandant Themistokles, ein Politiker aus Athen, der die Land- und Seestreitkräfte für den Kampf gegen die Perser vereinigt hat. Der Schauplatz ist gewählt, beide Gegner sind bereit, bald wird es zum Kampf kommen. Xerxes lässt den ersten Schlag aus etwa 140 Metern Entfernung führen. Tausende von persischen Bogenschützen entfesseln einen wahren Pfeilhagel. Leonidas und seine Krieger haben ihr ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Die Spartaner sind bestens vorbereitet. Etwa 530 vor Christus, 50 Jahre vor der Schlacht bei den Thermopylen, kommt Leonidas zur Welt und muss sich schon der ersten Herausforderung seiner militärischen Laufbahn stellen. Nach der Geburt wird er von einem der Ältesten untersucht, die entscheiden, ob das Neugeborene stark genug ist, um in dieser Gesellschaft zu leben. In einer ausschließlich militärisch geprägten Gesellschaft konnte man sich keine Schwäche leisten. Wenn ein Säugling Auffälligkeiten zeigte, dürfte er nicht weiterleben und wurde sofort ausgesetzt. Die Gefühle der Eltern spielten dabei keine Rolle, alles, was zählte, war der Nutzen des Kindes für den Staat. Es gab später nur zwei Möglichkeiten, einen Grabstein mit seinem Namen zu bekommen, entweder man starb als Mann in der Schlacht oder als Frau bei der Geburt, denn so gab man sein Leben für den Staat. Man muss sich vorstellen, dass das Gebären und Aufziehen von Kindern nicht für die Eltern oder die Familie, sondern für den Staat war. Kräftige Säuglinge wie Leonidas wurden verschont, während andere dem Tod überlassen wurden. Die Spartaner glaubten, dass diese Kinder nicht einmal das harte Training überleben würden. Dieses Training sollte aus gewöhnlichen Jungen unbarmherzige Krieger machen. Der griechische Historiker Herodot schreibt, dass jeder spartanische Junge mit 7 Jahren aus seiner Familie genommen und in ein militärisches Ausbildungslager gesteckt wurde, so auch Leonidas. Das Leben eines spartanischen Jungen war bis zu seinem 7. Jahr sehr hart. Bis dahin war er hauptsächlich bei seiner Mutter, während er seinen Vater nur gelegentlich sah. Dann kam er plötzlich in ein staatliches Ausbildungssystem, in dem er mit anderen ein hartes militärisches Leben führte. Hier trainierte und lernte der junge Leonidas, wie man kämpft und überlebt. Wenn ein Junge mit 7 Jahren von seiner Mutter genommen wurde und in die Kaserne kam, wurde er dort die nächsten 12 Jahre getrennt. Sobald er in die Armee eintrat, konzentrierte sich die Ausbildung auf militärische Fähigkeiten, Disziplin und Härte. Die Jungen bekamen oft nicht genug zu essen und waren ständig hungrig. Sie mussten lernen, ihr Essen zu teilen und ihre Schmerzen zu verbergen. Doch die gesamte Gesellschaft war darauf ausgerichtet, ihre Individualität zu unterdrücken. Ein weiteres bizarres Ritual wurde angewandt, um die Härte der Jungen sicherzustellen. Sie wurden gruppenweise ausgepeitscht, bis sie bluteten. Derjenige, der dennoch aufrecht stand, erhielt eine besondere Ehrung. Die Familien standen dabei und riefen ihren Kindern zu, nicht ohnmächtig zu werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Ausbildung mit zunehmendem Alter immer brutaler wurde, vermutlich als Vorbereitung auf die Grausamkeit der Schlacht. In mancher Hinsicht waren die Spartaner wie eine fehlgeleitete Bruderschaft, in der Schikane zur Disziplin führte. Je älter die Jungen wurden, desto härter wurde die Ausbildung. Auch im frühen Teenageralter begannen Leonidas und die anderen mit Holzschwertern und stumpfen Schwertern zu trainieren. Und trotzdem konnten diese Kriegsspiele einen tödlichen Ausgang haben. Viele Jugendliche kamen bei diesen Kämpfen ums Leben, was auch Teil der Vorbereitung war.
Eine der letzten Prüfungen für die jungen Spartaner war gleichzeitig eine der brutalsten. Leonidas musste sich nachts aus der Kaserne schleichen und einen Sklaven, einen sogenannten Roten, töten. Seit Jahrhunderten ist es Tradition, dass ein junger Spartaner zum Mann wird. Der Sinn dieses Rituals lag jedoch nicht in der Person selbst, sondern darin, die Kunst der Tarnung zu lernen und ein guter Soldat zu sein, der unentdeckt bleibt. Als Leonidas 18 Jahre alt wird, ist seine Ausbildung abgeschlossen. Er hat das spartanische Training überlebt, das die Schwachen aussiebt, und er hat gelernt zu töten oder getötet zu werden. Er wird mit den anderen Soldaten in die Armee aufgenommen. Für die spartanischen Eltern war dies einer der stolzesten Momente ihres Lebens, da sie die Transformation ihres Sohnes vom Kind zum Mann miterleben konnten. Dies galt vor allem für die Mütter, deren Opfer für den Staat nun Gültigkeit erlangt hatte. Mit 7 Jahren hatten sie ihre Kinder weggeschickt, um sie zum Soldaten ausbilden zu lassen, und nun stehen sie mit 18 Jahren in der Schlacht. Eine bezeichnende Geschichte ist die einer spartanischen Mutter, die ihren Sohn in den Krieg verabschiedet und ihm den Schild mit den Worten übergibt: Mit diesem Schild komm siegreich zurück oder als Leiche darauf getragen. Entweder man gewinnt die Schlacht oder man stirbt. Spartanische Mütter hatten eine sehr merkwürdige Art, ihre Liebe zu zeigen. Im Kriegskult der Spartaner waren die Frauen auch für ihre körperliche Kraft bekannt. Manchmal versuchte ein Spartaner, sich gewaltsam eine Frau zu nehmen, aber wenn er ihr nicht gefiel und sie stark genug war, schlug sie ihn einfach nieder. Wenn der Spartaner jedoch ein würdiger und attraktiver Krieger war, fand er schnell eine Frau. Doch die Spartaner kannten kein typisches Familienleben, sie waren auf dem Schlachtfeld zu Hause. Die Spartaner hatten die erste professionelle Armee der griechischen Stadtstaaten. Jeden Sommer gab es Krieg und die Stadtstaaten zogen gegen ihre Nachbarn in den Kampf. Sobald der Sommer kam, brachen viele brutale Schlachten aus. Es scheint, dass diese regionalen Konflikte eine Vorbereitung auf die ultimative Schlacht waren, die sich bereits am Horizont abzeichnete, die Schlacht gegen die Perser. Im Jahr 481 vor Christus, ein Jahr vor der Schlacht bei den Thermopylen, findet ein griechischer Spion heraus, dass König Xerxes seine Armee in Bewegung setzt. Für die Griechen bedeutete dies, dass die ganze Welt sie verschlingen wollte. König Xerxes wollte die griechischen Stadtstaaten niederbrennen. Als Xerxes Plan und die riesige Armee bekannt werden, wird den Griechen schnell klar, dass sie Hilfe brauchen. Sie schicken einen General aus, der die Verbündeten aufruft, Griechenland zu verteidigen, doch niemand antwortet. Zu dieser Zeit bestand Griechenland aus verschiedenen Stadtstaaten, die oft gegeneinander statt miteinander kämpften. Trotz ihrer schlechten Beziehungen bitten die Athener ihre ärgsten Rivalen um Hilfe, die Spartaner und ihren König Leonidas. Leonidas ist mittlerweile ein erfahrener Soldat. Wie alle Spartaner hat er seine ganze Kindheit damit verbracht, ein furchtloser Krieger zu werden. Die Athener, die ihm gegenüberstehen, sind sich dessen bewusst. Leonidas ist ein fähiger Krieger, aber das Schicksal entscheidet, bevor die Bitte der Athener sein kann. Bevor sie entscheiden können, ob sie ihnen helfen müssen, befragen die Spartaner ein Orakel. Die Spartaner waren sehr religiös, und das Befragen eines Orakels war eine der gängigsten Methoden, um den Willen der Götter zu erfahren. Sie wandten sich an das Orakel von Delphi, eine der heiligsten griechischen Städte. In einem Tempel über einer Erdspalte begab sich das Orakel in einen tranceartigen Zustand. Leonidas glaubt, dass die Götter ihn erwählt haben, um später zu retten. Er teilt dem Ältestenrat von Sparta mit, dass er die Athener im Kampf gegen die Perser unterstützen wird. Leonidas' Entscheidung scheint mythisch beeinflusst zu sein, aber es könnte noch einen anderen Grund geben. Außerdem entschied er sich, in die Schlacht zu ziehen, unabhängig davon, ob Xerxes Griechenland wirklich besetzen wollte oder nicht. Es war eine gewaltige Herausforderung für König Leonidas, der gegen die größte Kriegsmacht der Welt kämpfen würde. Der Rat von Sparta ist jedoch immer noch nicht überzeugt und gibt Leonidas nur ein kleines Heer, bestehend aus lediglich 300 Mann. Leonidas wählt seine besten Krieger aus, aber nur diejenigen, die einen Sohn haben, der die Zukunft Spartas sichern kann, sollen mit den Soldaten sterben. Es ist klar, dass dies ein Selbstmordkommando ist, aber es bietet eine großartige Gelegenheit für eine gewaltige Schlacht, die für Sparta und für Leonidas selbst viel Raum bietet.
Seit fast einem Jahrhundert beherrscht das mächtige Perserreich die östliche Welt. Etwa 70 Jahre vor der Schlacht bei den Thermopylen hat König Kyros II. Alle Stämme des heutigen Irans vereint. Mit einer Armee aus den Bergen, bestehend aus leichter und schwerer Infanterie sowie Kavallerie, hat Kyros erkannt, wie wichtig die Kavallerie ist. Die Tradition der Kavallerie in der persischen Armee begann mit angeworbenen Reitern. Auf dem Schlachtfeld bestand eine persische Armee meist zu 80% aus Infanterie und zu 20% aus Kavallerie. Diese Kombination machte die Perser auf den weiten Ebenen Asiens unschlagbar. Innerhalb von 20 Jahren eroberte Kyros II. 4 große Königreiche in Asien. Sein Reich erstreckte sich nun von Indien bis Ägypten. Das Perserreich war das größte und wohlhabendste Reich in der langen Geschichte des Nahen Ostens. Kyros unterteilte sein Reich in Provinzen, sogenannte Satrapien, und erlaubte den besiegten Völkern Selbstverwaltung und Religionsfreiheit. Statt den besiegten Völkern den eigenen Glauben aufzuzwingen, konnten sie ihren Lebensstil beibehalten. Kyros' warmherziges Verhalten war in der Antike fast beispiellos, könnte aber unabsichtlich zur Schlacht mit den Spartanern geführt haben. Im Jahr 546 vor Christus eroberte Kyros die griechischen Kolonien in der Provinz Ionien in der heutigen Türkei. Als die griechischen Kolonien revoltierten, unterstützten die Perser zunächst die örtliche Regierung. Doch als die Rebellen Hilfe von außen erhielten, gerieten die Perser in Bedrängnis. Die Athener, unterstützt von Truppen aus Athen, schlossen sich den Aufständischen an und brannten die Stadt Sardes, die Hauptstadt von Medien, nieder. Dieser ionische Aufstand war ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Persern und den Griechen und führte zu den Ereignissen der nächsten 80 Jahre sowie zu einem offenen Konflikt. Athen hatte einen schlafenden Riesen geweckt. König Darius schwor Rache, als einer seiner Sklaven ihm stets vor jeder Mahlzeit sagen musste, denk an die Athener. Bald würde Blut den griechischen Boden trinken. Im Jahr 490 vor Christus, 10 Jahre vor der Schlacht bei den Thermopylen, entsandte der persische König Darius ein Heer über das Ägäische Meer, um Athen zu zerstören. Der Grund für diese Invasion war der Zorn über die Unterstützung, die Athen einigen Jahren zuvor den griechischen Rebellen im Ionischen Aufstand gewährt hatte. Es folgte eine der berühmtesten Schlachten der griechischen Geschichte, die Schlacht bei Marathon. Etwa 42 Kilometer östlich von Athen, auf der Ebene von Marathon, stellten sich 10.000 griechische Soldaten den Invasoren entgegen und bezogen frühzeitig Stellung am Strand, um die persische Flotte zu beobachten. Trotz der Entfernung zu Athen schlugen die Perser zu. 26.000 persische Soldaten landeten am Strand und griffen die Griechen an, die eine Verteidigungslinie in einem schmalen Tal zwischen zwei Bergen gebildet hatten. Das große persische Heer prallte auf die griechischen Verteidiger, die zunächst standhaft blieben, aber bald begann ihre Verteidigung zu bröckeln. Die Perser drangen vor, doch es war eine Falle. Nur das Zentrum der griechischen Linie zog sich zurück, während die Flanken ihre Stellungen hielten. Als die Perser in das Tal vordrangen, wurden sie von den Griechen umzingelt. Sie konnten in den beengten Verhältnissen nicht mehr manövrieren. Die Griechen trieben die versprengten persischen Soldaten zum Strand zurück, kämpften gegen sie und schnitten sogar einigen die Hände ab, als sie sich an ihren Schiffen klammerten. Ein Läufer wurde nach Athen geschickt, um den Sieg zu verkünden. Er lief etwa 42 Kilometer, was den Ursprung des heutigen Marathonlaufs darstellt. Als der Läufer in Athen ankam, rief er Nike, was Sieg bedeutet. Die Athener errichteten das ursprüngliche Parthenon als Symbol ihres Triumphs über die Perser. Der Verlust in der Schlacht bei Marathon und das symbolische Bauwerk versetzten das Perserreich in einen Schock. Ein so großes Reich und ein so großer König konnten eine derartige Beleidigung ihres nationalen Ansehens natürlich nicht hinnehmen. Der erste Racheversuch der Perser war ein Fehlschlag. Darius plante einen weiteren Angriff, starb jedoch, bevor er ihn ausführen konnte. Interessanterweise erzogen die antiken Monarchen, egal ob in Ägypten, Syrien oder Persien, ihre Söhne nicht nur in Philosophie, Mathematik und Strategie, sondern auch in der Kunst des Überlebens. Sie schickten sie zur Schule, wo sie lernten, sich aus lebensbedrohlichen Situationen zu befreien. Ein Beispiel hierfür war die Etappe, bei der ein junger Krieger in einen Hof gesperrt wurde und gegen einen Löwen kämpfen musste, töte ihn oder stelle dich ihm.
Die Herkunft und Ausbildung dieser Prinzen sollten sie darauf vorbereiten, über das größte und mächtigste Reich der Welt zu herrschen. Als sie schließlich Könige wurden, hatten sie oft nur einen Gedanken im Sinn: Rache. Ein solcher König war Xerxes, der seinen Angriff auf Athen plante, 10 Jahre im Voraus. Xerxes war kein ungebildeter Herrscher, er wurde von Kindheit an dazu erzogen, ein Krieger und Herrscher zu sein. Eine 1,5 Kilometer breite Meerenge südlich des Schwarzen Meeres. Der Landweg wäre viel länger gewesen und die Unterwerfung aller Völker entlang des Weges hätte Jahre gedauert. Um seine gewaltige Streitmacht über das Wasser zu transportieren, befahl Xerxes den Bau einer 15 Kilometer langen Pontonbrücke aus alten Lastschiffen. Xerxes' Ingenieure reihten fast 700 Schiffe nebeneinander und verankerten sie am Meeresboden. Dann wurden sie mit 2 verschiedenen Säulen aus Flachs und Papyrus zusammengebunden und mit Dutzenden von Seilen gesichert, die jeweils fast 2 Tonnen wogen. Die Schiffe wurden mit Holzplanken versehen, um eine ebene Fläche für den Marsch von Menschen und Tieren zu schaffen. Diese bemerkenswerte Leistung beeindruckte zweifellos die Zeitgenossen von Xerxes. Es zeigte nicht nur, dass das Perserreich eine große Armee hatte, sondern auch einen enormen technischen Vorsprung. Die persische Armee überquert die von Xerxes befohlene Brücke und erreicht knapp 3 Monate später den Norden Griechenlands. Dank eines Spions in den Reihen der Perser konnten die verbündeten Griechen bereits 2 Verteidigungslinien aufbauen. Die erste befindet sich im Süden bei der Landenge von Korinth, die die Stadtstaaten auf dem Peloponnes, darunter Sparta, schützen soll. Die zweite Linie ist der Stoßtrupp im Norden, am Thermopylenpass, unter der Führung von König Leonidas. Hier warten 300 Spartaner und 7000 Soldaten aus anderen griechischen Stadtstaaten auf die persische Armee. Vor der Küste befehligt Themistokles die vereinigten griechischen Seestreitkräfte und bereitet sich auf die Konfrontation mit der persischen Flotte in der Meerenge bei Kap Artemision vor. Die Schlacht steht unmittelbar bevor. Auf einer Klippe mit Blick auf den Thermopylenpass bereitet sich der persische König Xerxes darauf vor, seine Armee in die Schlacht zu schicken. Am Thermopylenpass wartet Spartas König Leonidas mit mehr als 7000 griechischen Soldaten. Sie blockieren den östlichen Ausgang des Passes und verteidigen den Weg nach Athen. Die Wahl dieses Schauplatzes ist eine strategische Meisterleistung, da die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser hier nutzlos ist. In einem schmalen Pass kann ein kleines Kontingent von Soldaten eine große Armee aufhalten, wie die Schweizer es später zeigen würden. Vor der Schlacht versuchte Xerxes, mit Diplomatie zu handeln, indem er eine Botschaft schickte, in der er den Griechen riet, ihre Waffen niederzulegen. Leonidas antwortete jedoch auf seine typisch spartanische Art: Kommen und holt sie euch. Dies markierte den Beginn einer der berühmtesten Schlachten in der Geschichte. Die Spartaner, als die besten Soldaten Griechenlands bekannt, kämpften in einer charakteristischen Formation, die als Phalanx bekannt ist. Sie standen 8 Mann breit und 4 Mann tief, Schulter an Schulter und bildeten eine massive Wand aus Bronze, Holz und Muskel. Es war eine Verteidigungslinie, die im Sonnenlicht glänzte und die Perser vor eine beispiellose Herausforderung stellte. Die spartanischen Schilde waren massive Konstruktionen, mit Bronze überzogen und einem Durchmesser von etwa 90 cm, die bis zu 9 kg wogen. Diese Schilde wurden etwa im 6. Jahrhundert vor Christus entwickelt und revolutionierten die Kriegsführung. Frühere Schilde hatten nur einen Griff in der Mitte, durch den der Soldat seinen Unterarm steckte und den Schild am Rand festhielt, während die Mitte vom Arm gestützt wurde. Mit diesem neuen Schildtyp hatten die Soldaten viel mehr Bewegungsfreiheit. Die Spartaner waren bekannt dafür, ihre Schilde individuell zu bemalen. Leonidas soll eine lebensgroße Fliege auf seinem Schild gemalt haben, um den Feind einzuschüchtern. Xerxes hielt sein Versprechen, die Sonne zu verdunkeln, und befehligte fast 5000 Bogenschützen aus seinem gesamten Reich. Diese Bogenschützen benutzten wahrscheinlich Bögen aus Dattelpalmenholz, einem günstigen Material mit wenig Schusskraft. Die vom Himmel regnenden Pfeile hatten nur wenig Wirkung gegen die schweren Panzerungen der Spartaner. Zusätzlich zu den Schilden schützten die korinthischen Helme die Köpfe der Spartaner vor den persischen Pfeilen. Diese Helme waren aus einem Stück Bronze gefertigt und boten maximalen Kopfschutz, waren jedoch auch sehr schwer und behinderten die Sicht und das Gehör des Soldaten. Die meisten Spartaner trugen auch einen Lamellenpanzer, der aus Streifen aus schwerem Leder und dünner Bronze bestand.
Dieser Panzer war fast undurchdringlich und konnte Pfeilangriffe abwehren. Nach dem Pfeilangriff stürmten fast 10.000 persische Infanteristen auf die Griechen zu, aber diese blieben standhaft und gingen selbst in die Offensive. Die Massen prallten mit großer Wucht aufeinander, doch die Griechen hielten Stand und konnten den feindlichen Angriff stoppen. Aus der Phalanx heraus griffen die ersten beiden Reihen mit einer koordinierten Stoßattacke an. Die primäre Waffe der Spartaner war ein 2 bis 3 Meter langer Speer, der Dory. Er hatte einen Durchmesser von etwa 5 cm, wog zwischen 1 und 2 Kilogramm und hatte eine spitze Eisenspitze am anderen Ende für eine bessere Balance, die auch als Waffe eingesetzt werden konnte. Beim ersten Zusammenprall wurden wahrscheinlich etwa 1000 Männer von den Spartanern getroffen, wobei die meisten Stichwunden tödlich waren. Die Sekundärwaffe der Spartaner war das Xiphos, ein 60 bis 90 cm langes zweischneidiges Schwert zum Schlagen und Stechen, das jedoch nur verwendet wurde, wenn die Phalanx durchbrochen wurde oder die Spartaner ihre Speere verloren hatten. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag an, aber es war kein ununterbrochenes Gefecht. Die Perser, leicht bewaffnet und kaum gepanzert, konnten nicht so effektiv in den engen Pass eindringen. Sie konnten auch ihre Kavallerie nicht einsetzen, da der enge Pass dies unmöglich machte. Die Griechen nutzten geschickt ihre Verteidigungspositionen und machten einen Flankenangriff der Perser unmöglich. Die Spartaner standen Schulter an Schulter wie ein unverrückbarer Felsblock und ließen die Angriffswellen der Perser einfach abprallen. Bald wurde den Persern klar, dass diese Taktik nicht erfolgreich war. Die Spartaner waren so gut ausgebildet, dass sie den Persern schwere Verluste zufügten. Die Spartaner und ihre Verbündeten hatten genau das erreicht, was sie wollten, sie hielten den größten Angriff auf Griechenland bis dahin auf. Trotzdem versuchten die Perser, die Rückseite der Verteidigung der Griechen auf dem Seeweg zu erreichen. Die Seeschlacht war blutig und stellte eine weitere Herausforderung für die Griechen dar. Man könnte sich fragen, warum Xerxes die Spartaner nicht von hinten auf dem Seeweg angegriffen hat. Immerhin hatte er über 1000 Kriegsschiffe zur Verfügung. Der Grund dafür ist die Flotte der Antike, die sich bei Kapmision befindet. Die persischen Schiffe sind auf der anderen Seite der Meerenge bei Karpatien. Die Perser wollen die griechischen Linien durchbrechen, die Straße von Attika passieren und dann Truppen hinter den Griechen absetzen, um sie zu umzingeln. Der Mann, der die Verantwortung dafür trägt, die persische Flotte zu stoppen, befindet sich auf dem Flaggschiff der Athena. Viele halten ihn für das Genie hinter den Land- und Seedefensivoperationen gegen die Perser und er gilt als einer der besten militärischen Taktiker der Antike. Dieser Athena, dem Istoklas genannt, war wirklich der Mann, der die Schlacht ermöglicht hat. Er war sozusagen der Winston Churchill seiner Zeit, ein angesehener Staatsmann in Athen, der den bevorstehenden Konflikt mit seinen strategischen Fähigkeiten gut einschätzen konnte. Er war für die Griechen von immensem Wert. Die persische Flotte versucht, die griechischen Schiffe zu umgehen, indem sie 200 ihrer über 1000 Schiffe südöstlich um die Insel herumschickt. Dem Istoklas versucht, mit einem tapferen und gewagten Zug den persischen Kommandanten zu überraschen. Spät nachmittags verlässt die griechische Flotte ihre Position und provoziert die persische Flotte, die insgesamt mehr als 3-mal so groß ist. Das hat der persische Kommandant nicht erwartet. Dem Istoklas greift an, und auch die Uhrzeit ist ungewöhnlich. Es ist später Nachmittag, er greift an, weil er weiß, dass es bald dunkel wird und der Kampf nicht lange dauern kann. Nachts kann man keine Schlacht schlagen, daher versucht dem Istoklas, seine potenziellen Verluste niedrig zu halten. Der persische Befehlshaber kommandiert seine verbleibenden 800 Schiffe in die Menge. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit versucht dem Istoklas, so viele feindliche Schiffe wie möglich zu versenken. Die Griechen kämpfen gegen eine Übermacht, aber sie haben den Vorteil, dass dem Istoklas ein Meister der Taktik ist. Er wurde als Sohn eines Händlers geboren, aber in Athen, wo gerade die Demokratie geboren wird, kann er sich von diesen gesellschaftlichen Fesseln lösen. Wegen des natürlichen Hafens entwickelt sich in Athen eine Tradition der Seefahrt, und Athen wird zu einer wichtigen Handels- und Militärmacht in der Ägäis. Viele Athener, darunter auch dem Istoklas, sind ausgezeichnete Seeleute, die die Schiffe entlang der trügerischen Küsten Griechenlands navigieren können. Die meisterliche nautische Ausbildung prägt dem Istoklas Fähigkeiten. Zweifellos prägte seine Zukunft, doch seine wichtigste Lektion lernte er im Rat von Athen.
Dort, während des Aufwachsens in einer sich entwickelnden Demokratie, erlernte Themistokles die Kunst der Manipulation und politischen Strategie. Er setzte Intelligenz und List ein, um sich einen Platz in der Regierung zu sichern. Diese Eigenschaften ermöglichten es ihm schließlich, die Flotte von Athen aufzubauen, die gegen die Perser benötigt wurde. Um 490 v. Chr., 10 Jahre vor der Schlacht bei den Thermopylen, besaß Athen nur etwa 100 Kriegsschiffe. Themistokles wusste, dass dies nur ein Bruchteil dessen war, was die Perser aufbringen konnten, da er die persische Streitmacht beim Marathon aus nächster Nähe gesehen hatte. Als General bei der Schlacht von Marathon gewann er Erfahrungen in klassischen Taktiken, doch er lernte aus dieser Schlacht etwas anderes als die übrigen griechischen Generäle. Themistokles folgerte aus der Schlacht von Marathon, dass Bodentruppen nur erfolgreich sein können, wenn sie Unterstützung von der Seeseite erhalten. Er wusste, dass die Perser nach der schmachvollen Niederlage von Marathon zurückkehren würden, um ihr Werk zu vollenden. Er glaubte, dass die Perser diesmal sowohl von Land als auch von See aus angreifen würden. Themistokles erkannte die Notwendigkeit einer Synergie zwischen den Land- und Seestreitkräften. Die Flotte konnte die Bodentruppen nur so lange unterstützen, wie die Küsten gesichert waren, und die Sicherung der Küsten war die Aufgabe der Truppen. Er wusste, dass die Perser keine Armee auf dem griechischen Festland halten konnten, wenn sie keine Versorgung von See aus hatten. Daher schloss er, dass die Zukunft Athens nicht von einer erhöhten Stärke des Heeres abhing, sondern stattdessen von einer Vergrößerung der Flotte. Das Problem, dem Themistokles gegenüberstand, war, dass ihm niemand glauben wollte. Sowohl die Generäle als auch die Bevölkerung von Athen hatten großes Vertrauen in ihre Armee und glaubten nicht an eine Rückkehr der Perser. Doch Themistokles lebte ständig mit dem Gedanken, dass sie sich jetzt darum kümmern müssten, und verfolgte einige Strategien, die wahrscheinlich die griechische Welt retteten. Zunächst musste er Athen davon überzeugen, in den Ausbau der Flotte zu investieren, und er musste die nötigen Mittel auftreiben. Im Jahr 483 v. Chr., 3 Jahre vor der Schlacht, hatte er Glück. In Laurion, einem Bezirk von Athen, wurde eine neue Silberader entdeckt. Nach einem Jahr waren fast 2,5 Tonnen des kostbaren Metalls abgebaut. Themistokles wollte, dass dieses Geld für seine Flotte ausgegeben wurde. Die Herausforderung bestand darin, die Athener davon zu überzeugen, dass sie keine Silberreserven in der Schatzkammer brauchten, sondern Kriegsschiffe im Hafen. Jeder Athener stand 10 Drachmen zu, was heute etwa 1.500 oder 1.600 Dollar entspräche. Mit viel Geld, vor allem weil viele Athener nicht an eine zweite persische Invasion glaubten, setzte Themistokles seine ganze politische Gerissenheit ein und überzeugte sie. Er erzählte ihnen, dass die Konkurrenz mit Athen von der Insel Regina eine Bedrohung für die Handelsschiffe Athens darstellte. Endlich überzeugt, gestatteten die Athener Themistokles, in die Flotte zu investieren. Es war also eine Lüge, die die griechische Zivilisation rettete. Was Historiker als Lüge oder Unwahrheit bezeichnen würden, war für einen Politiker eine kluge Irreführung der Bevölkerung, um ein höheres Ziel erreichen zu können. Das ist genau das, was er getan hat. Er wusste, dass er mit der Wahrheit bei der Bevölkerung nichts erreichen würde. Seine List brachte den erwünschten Erfolg. Zu dieser Zeit bestand die Kriegsflotte Athens aus Trieren. Eine Triere ist etwa 30 Meter lang und über 5 Meter breit. Zum Großteil besteht sie aus Pinienholz, das im Mittelmeerraum weit verbreitet ist. Am besten lässt sich eine Triere vielleicht mit einem Rennboot vergleichen. Sie war ein sehr leichtes Schiff, das vor allem zum Rudern eingesetzt wurde. Je leichter man es baute, desto schneller war das Schiff. Der Schiffskörper der Triere ist nach oben offen, und das Deck besteht aus 1 oder 2 längs verlaufenden Planken, auf denen der Kapitän und etwa 4 Soldaten stehen. Obwohl sie ein kleines Segel besitzt, wird die Triere hauptsächlich von 170 bis 220 Ruderern angetrieben, die auf 3 Ebenen übereinander sitzen. Am Bug der Triere befindet sich ein Rammsporn, der aus hartem Zedernholz besteht und mit Bronze oder Kupfer umwandelt ist, um andere Schiffe damit zusammenzustoßen. Die Höchstgeschwindigkeit einer nachgebauten Triere liegt bei 15 Knoten, was schnell genug ist, um effektiv handeln zu können. Als die Perser ein Jahr später die Straße von Artemision und die Thermopylen erreichen, haben die Griechen ihre Flotte um mehr als 100 Schiffe erweitert. Und doch ist die persische Flotte der griechischen zahlenmäßig weit überlegen.
Themistokles muss herausfinden, ob sich seine Bemühungen um den Ausbau der Athenerflotte gelohnt haben. Mit einem Signal gibt Themistokles das Zeichen, dass die griechischen Schiffe sich an eine engere Stelle zurückfallen lassen und einen Kreis bilden. Beim zweiten Signal bricht die Flotte aus der Formation aus und greift die Perser an. In antiken Seeschlachten bekämpften sich nicht die Menschen direkt und es gab auch keine Enterhaken. Es ging darum, die Schiffe so zu manövrieren, dass man die des Gegners rammen und versenken konnte. Die Methode bestand darin, in einem bestimmten Winkel von der Seite zu kommen und den Rumpf zu zerstören. Der Antrieb des Schiffes waren nicht die Segel, sondern die Ruder. Das angreifende Schiff zog die eigenen Ruder ein und zerschmetterte im Vorbeifahren die Ruder des anderen Schiffes, das dann manövrierunfähig im Wasser lag. Worauf es bei diesen Kämpfen wirklich ankam, war weniger das Gewicht oder die Größe der Schiffe, sondern vielmehr die Geschwindigkeit. In den beengten Verhältnissen der Thermopylen kann die kleinere griechische Flotte einige persische Schiffe beschädigen. Sie erbeuten 30 weitere feindliche Schiffe und machen viele Gefangene. Wir können nicht genau sagen, warum die Griechen am ersten Tag nach dem Angriff so erfolgreich waren. Sowohl die Griechen als auch die Perser hatten Triremen, und es dürfte keinen nennenswerten Geschwindigkeitsvorteil gegeben haben. Was auch immer der Grund war, es war ein großer psychologischer Sieg für die griechische Flotte. Da Themistokles erst spät am Tag angegriffen hat, hat der Kampf nicht lange gedauert, sodass er seine Verluste minimieren konnte. Der plötzliche Sturm muss alle völlig überrascht haben. Die Perser haben bestimmt nicht damit gerechnet, gegen die kleinere griechische Flotte zu verlieren, und die Griechen hatten nicht erwartet, so gut abzuschneiden. Themistokles hat diese Seeschlacht gewonnen, und Leonidas hat die Schlacht an Land gewonnen. Am ersten Tag der Schlacht wurden die Perser von der griechischen Flotte geschlagen, und Themistokles hat fast 10.000 Infanteristen auf dem Land besiegt. Nach dem ersten Tag der Schlacht hatten die Griechen den Persern ganz schön zugesetzt. In der Nacht legten sie ihre Wunden und überlegten, wie es weitergehen sollte. Als es Nacht wird, bricht ein gewaltiger Sturm los und die persischen Soldaten werden von Wind und Regen geplagt. Eine sehr ungemütliche Nacht für die Perser, die wahrscheinlich keinen sehr erholsamen Schlaf gefunden haben, den sie für den nächsten Tag aber gebraucht hätten. Der Sturm erfasst auch den Teil der persischen Flotte, der die Insel umsegeln sollte, und alle 200 Schiffe sinken. Dieses Omen können die Perser nicht ignorieren, denn die Schlacht ist noch nicht entschieden. Am zweiten Tag der Schlacht nehmen die Athener und die Spartaner ihre Verteidigungspositionen ein. Themistokles ist in der Straße von Artemisium und Leonidas und seine 300 Spartaner sind am Thermopylenpass. Beide bereiten sich auf den zweiten persischen Angriff vor. Als die Sonne am zweiten Tag aufgeht, sagt sich Xerxes, genug mit den Spielchen, und schickt seine schwere Infanterie, die Unsterblichen. Sie entscheiden sich für den Stolz ihrer Armee und waren überzeugt davon, dass die Unsterblichen den Widerstand sofort brechen würden. Sie tragen keine Helme, sondern sogenannte Tierköpfe, die mit einem dünnen durchsichtigen Stoff bedeckt sind. Diese 10.000 Männer wurden die Unsterblichen genannt, weil jeder ihrer Gefallenen sofort ersetzt wurde. Beide Armeen stehen sich im Thermopylenpass etwa 50 Meter voneinander entfernt gegenüber. Die Perser sind gesichtslos und stumm, doch Stille gehört nicht zur psychologischen Strategie der Spartaner. Schließlich greifen die Perser an. Die Unsterblichen stoßen stumm auf die griechische Linie, doch wie am Tag zuvor weichen die 300 Spartaner und die anderen Griechen nicht zurück. Die Waffen der Unsterblichen können die griechischen Rüstungen nicht durchdringen, aber die griechischen Speer finden ihre Ziele problemlos. Die Unsterblichen tragen dünne Schuppenpanzer unter ihren Tuniken, aber die Metallschuppen sind nicht dicker als Spielkarten und wirkungslos gegen die Kraft und Präzision der spartanischen Speere. Die persischen Schilde bestehen nur aus Korbgeflecht, gut gegen leichte Stöße oder Pfeile geschützt, aber im Vergleich zu den griechischen Schilden aus Holz und Bronze oder Kupfer ist es nicht verwunderlich, dass die Schwere der griechischen Infanterie die Chorschilde leicht durchschlagen kann. Mann für Mann, Kompanie um Kompanie, konnte niemand im Nahkampf mit den Spartanern mithalten. Die Perser hatten noch nie gegen eine so hochmütige Armee gekämpft, die so gut ausgebildet, ausgerüstet und taktisch flexibel war wie die der Spartaner. Nach 2 Tagen sind bereits Tausende gefallen, die Infanterielinien sind mit den Toten übersät.
Nach jedem Angriff gibt es mehr Tote, und diese Körper sind im Weg, also räumen Männer in den Kampfpausen die Toten aus dem Weg. Am Ende des zweiten Tages haben die Perser enorme Verluste erlitten und noch immer kein Mittel gegen die Griechen gefunden. Praktisch gesehen befand sich Leonidas nach den ersten beiden Kampftagen in einer ziemlich guten Position, da er jeden Angriff abgewehrt hat. Unterdessen führt Themistokles die Flotte Athens in den zweiten Tag der Seeschlacht. Der gewaltige Sturm der vorherigen Nacht hat die persischen Schiffe zerstört, die versucht haben, die Griechen zu umrunden. Ohne persische Schiffe im Rücken kann Themistokles seine Kampfkraft nach vorne bündeln, ist jedoch immer noch zahlenmäßig weit unterlegen. Es gibt keine genauen Berichte von der Schlacht, aber sicher ist nur, dass die griechischen Triremen erneut viele der persischen Kriegsschiffe zerstören. Am Ende des zweiten Tages zeichnet sich das altbewährte Bild ab, die Perser haben erneut vergeblich versucht, die griechische Front zu besiegen, die immer noch standhaft ist. Es wird ein weiterer psychologischer Sieg für die Griechen, während die Frustration in den Reihen der Perser wächst und feststeckt. Die persische leichte und schwere Infanterie sind gescheitert und die Situation wird langsam heikel. Die Antwort liegt darin, einen Weg um die Stellung der Spartaner herum zu finden, und genau das ist Xerxes' Plan. Vom Lager der Perser führt ein schmaler Pfad um das Gebirge herum, direkt hinter die griechischen Linien. Die Historiker sind sich uneinig darüber, wann Xerxes diesen Pfad entdeckt hat. Einige vermuten, dass ein griechischer Spion am Ende des zweiten Tages darüber informiert hat. Da er die griechische Verteidigung nicht durchbrechen kann und seine Vorräte knapp werden, entscheidet er sich dafür, den Pfad zu nutzen. In der Nacht des zweiten Tages, nachdem der Angriff der schweren Infanterie im Zentrum gescheitert war, begann er im Schutz der Dunkelheit, 10.000 Männer über diesen Pass zu schicken, um die spartanische Stellung zu flankieren. Doch auch Leonidas wusste von diesem Pass. Noch vor dem ersten Tag der Schlacht hatte er 1.000 Krieger an der höchsten Stelle des Passes stationiert. Als sich die Perser der Position der faktischen Soldaten nähern, sind diese nicht mehr da. Aus irgendeinem Grund glaubten die frischen Truppen, der Angriff würde auf ihre Heimat erfolgen, also zogen sie sich dorthin zurück, um ihre Familien zu verteidigen. Damit haben die Perser nun endlich freie Bahn. In der Nacht könnten die Perser nun zu jeder Zeit den Hügel heruntergestürmt sein. Mitten in der Nacht berichten griechische Späher Leonidas vom Rückzug der Verbündeten. Im Wissen, dass er nun eingekesselt ist, befiehlt er den Rückzug der griechischen Infanterie. Es ist nicht einfach, Tausende von Soldaten einfach umzudrehen. Der Feind würde sofort verstehen, was man vorhat und die Front angreifen. Man kann nicht warten, bis die hintere Linie widersteht. Man muss relativ kleine Einheiten nacheinander abziehen, in der Hoffnung, dass die Feinde die Lücke nicht bemerken. Bis zur Dämmerung sind alle griechischen Truppen abgezogen, alle außer Leonidas und die 300 Spartaner sowie etwa 1000 Soldaten. Dieser Aspekt der Schlacht ist weitgehend unbekannt. Sie hätten gehen können, aber sie entschlossen sich, bis zum Ende mit den Spartanern zusammen zu bleiben. Dies ist in Vergessenheit geraten, weil die Schlacht bei den Thermopylen in der Geschichte und auch in heutigen Filmen immer mythologischer geworden ist, mit 300 Spartanern, die es mit Millionen von Persern aufgenommen haben. So war es jedoch nicht. Dennoch ist diese Armee aus gut 1000 Soldaten von Zehntausenden von Persern umzingelt, während Leonidas und seine Männer sich auf ihre letzte Schlacht vorbereiten, auf diesen einen Moment, als die Spartaner an die Front gingen, um zu sterben, und die Verbündeten zurückgingen, um zu leben. Das ist für mich der emotionalste Moment der ganzen Schlacht. Die Frage ist, warum hat Leonidas das getan? Warum hat er sich nicht auch mit seinen Truppen zurückgezogen? Darauf gibt es mehrere Antworten. Einige sagen, er erfüllte damit die Prophezeiung des Orakels, dass die ruhmreiche Stadt von den Söhnen Persiens eingenommen würde. Oder vielleicht betrauerte er den Verlust seines Königs und fühlte sich verpflichtet, für sein Werk zu sterben. Er glaubte, dass er mit seinem Opfer spart und deshalb bleibt er und wirft sich heldenhaft in die Schlacht. Er weiß, dass er sich opfern wird, aber er will nicht zum Märtyrer werden. Es geht nicht darum, dass er als Spartaner zur Standhaftigkeit bis zum Tod erzogen wurde. Ganz im Gegenteil, er hat gelernt zu schleichen, zu stehlen und unterzutauchen.
Aber als Spartaner glaubte er an das Orakel und hielt es für seine Pflicht, für den Staat zu sterben. Vielleicht ist Leonidas wegen seines Glaubens am kühlen Pass geblieben, doch aus militärischer Sicht gab er die Deckung für einen taktischen Rückzug. Jeder Tag, den er die Perser aufhalten kann, gibt den Griechen hinter ihm die Gelegenheit, sich wieder zu formieren und neue Verteidigungsstellungen aufzubauen. Er hat sich hauptsächlich deshalb entschieden, bis zum letzten Mann zu kämpfen, um Zeit zu gewinnen. Kurz gesagt, deckt er damit den strategischen Rückzug seiner Soldaten. Es wird für immer ein Rätsel bleiben, warum genau Leonidas beschließt, zurückzubleiben. Nach dem letzten Kampf dieser 300 Männer wird nie vergessen werden. 2 Tage lang konnte Leonidas den Vormarsch der Perser aufhalten, doch jetzt saß er in der Falle. Sie haben letztlich herausgefunden, wie sie ihn in den Rücken fallen konnten. Trotz dieses Wissens bereiten sich die Spartaner gewissenhaft auf die Schlacht vor. Ein persischer Späher beobachtet sie, wie sie sich nackt Leibesübungen machen und danach ihre Haare wünschen. Die Perser können das nicht verstehen. Sie sehen darin bloß Eitelkeit oder eine übertriebene Morgentoilette. Sie wussten nicht, dass die Spartaner ihre Körper für den Tod vorbereiten. Gereinigt und kampfbereit betreten die Spartaner zum letzten Mal das Schlachtfeld. Sie waren professionelle Krieger. Durch das Kämpfen haben sie sich definiert und dadurch war ihr Status in der Gesellschaft definiert. Ich würde sagen, dass sie den Kampf mit offenen Armen empfingen, wie es etwa General Custer getan hat. Sie haben den Kampf wohl aus psychologischen und sozialen Gründen gesucht. Auch Herod berichtet über das letzte Gefecht. Auf der einen Seite marschierten die Barbaren unter Xerxes voran, auf der anderen die Griechen unter Leonidas. Wissend, dass sie den Schauplatz bald verlassen und sterben würden, stießen sie weiter vor, als je zuvor, zu den breiteren Stellen des Passes, wo sie wussten, dass sie dem Tod ins Auge sehen würden, in Form derer, die den Berg umgingen. Sie zeigten den Barbaren alle Stärke, die sie besaßen, und kämpften nur für den Augenblick. Was während der Schlacht genau geschah, lässt sich nicht sagen, aber ich vermute, nachdem die Feinde von vorn und hinten gleichzeitig angriffen, mussten die Griechen ihre Verteidigung aufgeben. Wir können nur vermuten, dass die Grundlage der griechischen Defensive, als sie zerschlagen wurde, die Spartiaten ihre Stärke verloren haben und die Schlachtordnung im Chaos versank. Jeder kämpfte für sich selbst im Nahkampf. Bestimmt haben einige ihre Schwerter verloren. Es wird berichtet, dass die Reihen der Griechen zerbrochen waren und sie mit allem kämpften, was sie finden konnten. Auch die Tapferkeit und den Mut einiger Spartaner werden erwähnt, darunter Leonidas, der sich in der Schlacht ausgezeichnet haben soll. Trotz ihrer tapferen Bedingungen und jahrelangen harten Ausbildung war es nur eine Frage der Zeit, bis die Spartaner fallen würden. Die Prophezeiung des Orakels sollte sich also bald tatsächlich erfüllen. Es wird berichtet, dass Leonidas schon recht früh in der Schlacht von persischen Pfeilen getroffen wird. Man kann sich gut vorstellen, wie der große König im Sterben lag und seine Soldaten einen nach dem anderen fallen sahen. Viele ehrten Leonidas für diesen Kampf und er zeigte, dass er ein großer Krieger war wie die Helden der alten Tage. Ein heftiger Kampf fand um seinen Leichnam statt. 4-mal schlugen die Griechen den Feind zurück und retteten mit ihrer Tapferkeit seinen Körper. Diejenigen, die die Leiche des Königs bergen konnten, brachten sie mit den wenigen verbliebenen Spartanern zu einer engeren Stelle des Passes. Die Perser stellten zum letzten Mal ihre Bogenschützen auf und fanden ihre Ziele mit Leichtigkeit. Jeder Spartaner wurde getötet. Nach der Schlacht betritt Xerxes das Schlachtfeld. Er hat in 3 Tagen fast 20.000 Männer verloren. Er befiehlt, die gefallenen Perser zu begraben, um den Rest der Armee nicht mit ihrem Anblick zu demoralisieren. Er befiehlt auch, Leonidas den Kopf abzuschlagen und ihn an einer Stange zu befestigen. Doch man kann auch einer solchen Katastrophe etwas Gutes abgewinnen. Diese heldenhaften Männer haben ihr Leben gegeben, um ihren Kameraden einen sicheren Rückzug zu ermöglichen. Sie haben ihnen Zeit verschafft und die Schlucht so lange gehalten, wie sie konnten. Man hat ihre Geschichte von Generation zu Generation weitergegeben, und noch heute erinnert man sich an sie. Xerxes hat nun freie Wahl. Der griechische Stadtstaat Athen ist dem Untergang geweiht. Er marschiert mit seiner Armee durch den Thermopylenpass und jagt die griechischen Truppen vor sich her. Einige der griechischen Stadtstaaten, die mit ihm verbündet waren, laufen über.
Vor der Küste von Beate Mission hat Mistoklas noch immer die persische Flotte auf, erleidet diesmal aber erhebliche Verluste. Nach dem Zusammenbruch der griechischen Defensive an Land gibt es für Team Isdoglas jedoch keinen Grund mehr, die Meerenge zu verteidigen. Er führt den Rest seiner Flotte nach Süden, um sich neu zu gruppieren und einen neuen Kampf aufzunehmen. Im Wissen, dass die Zerstörung Athens nicht abzuwenden ist, suchen die Athener Rat beim Orakel von Delphi. Warum sitzt ihr hier, die ihr den Untergang erwartet, zu den fernsten Orten der Erde, lautet die kryptische Antwort des Orakels. Es gibt ihnen den Rat einer hölzernen Mauer, das Einzige, was nicht zerstört werden kann. Viele Athener interpretieren dies unterschiedlich, einige glauben, dass es sich auf die Mauern der Akropolis bezieht, während andere meinen, dass es die Schiffe der Flotte sind, die die Stadt evakuieren sollen. 2 Monate nach der Schlacht bei den Thermopylen löst Xerxes ein Versprechen ein und rächt sich für das Niederbrennen der iranischen Hauptstadt Sardes und die Niederlage beim Marathon. Es hat 20 Jahre gedauert und Zehntausende von Menschenleben gefordert, aber schließlich verbrennt er Athen nieder. Die Bevölkerung wird gerettet, außer denen, die sich weigern, ihren Gott und ihren Tempel auf der Akropolis zu verlassen. Einige wenige bleiben zurück. Xerxes zerstört die Akropolis und die Tempel der Athener. Dies ist seine Rache. Einen Monat nach der Zerstörung Athens nehmen die Griechen ihrerseits Rache. Themistokles lockt den persischen König in die Straße von Salamis, wo viele Athener geflüchtet sind und eine restaurierte Flotte wartet. Die Details sind umstritten, aber offensichtlich hat ein griechischer Doppelagent den Persern falsche Informationen über den Standort der Griechen zukommen lassen. Die Perser werden überraschend von der griechischen Flotte angegriffen und der Großteil der persischen Schiffe wird zerstört. Die Schlacht von Salamis ist wohl der wichtigste strategische Moment der Perserkriege. Xerxes verlässt Griechenland und kehrt nie zurück. Viele Historiker vermuten, dass dies der Anfang vom Ende des Perserreichs war. Die Griechen sind jetzt mutiger und greifen diverse auch auf ihrem eigenen Boden an. Sie erringen große Siege gegen die Perser bei Plataiai und Mykale. Sie treiben die Perser zurück nach Asien und zerstören die Pontonbrücke, die noch immer über den Hellespont führt. Sie entfernen die Seile aus Flachs und Papyrus, mit denen die Schiffe verbunden waren, und behalten sie als Trophäe. Die verschiedenen griechischen Stadtstaaten können ihre Differenzen beilegen und sich endgültig verbünden, um Persien gemeinsam zu bekämpfen. Eine Strategie, die zum ersten Mal bei den Thermopylen angewendet wurde. Die Bedeutung dieser Schlacht wird manchmal unterschätzt, nicht nur aus militärischer Sicht, sondern auch vom symbolischen und kulturellen Standpunkt aus. Griechenland wird zu etwas, das es vorher nicht war. Es ist nicht länger eine Ansammlung von kleinen Stadtstaaten, sondern wird zu einer Nation. Schließlich vereint Philipp von Makedonien die griechischen Stadtstaaten endgültig zu einer Nation. Das Perserreich wurde schließlich von seinem Sohn, Alexander dem Großen, zerschlagen. Die griechische Kultur, Politik, Gesetze, Literatur, Philosophie und Kunst eroberten die Welt. Die griechische Kultur breitete sich aus und wurde zur Grundlage der westlichen Zivilisation. Dies wäre vollkommen unmöglich gewesen, wenn Griechenland weiterhin nur aus verschiedenen Stadtstaaten bestanden hätte. Doch es wurde zu einer Nation. Dieses Nationalgefühl hatte seinen Ursprung am Pass der Thermopylen. Es war die letzte Schlacht für Leonidas und die 300 spartanischen Soldaten, die zurückblieben und bis zum Tod kämpften, damit ihre griechischen Brüder den Kampf fortsetzen konnten. Kriege werden gewonnen, indem man dem Feind den Willen nimmt, weiter zu kämpfen. Bei den Thermopylen begannen Leonidas und die Spartaner den Willen der Perser zu brechen. 150 Jahre später sollte das Andenken an die 300 gefallenen Spartaner den Sieg über Persien bekräftigen. Denn wenn die Perser gesiegt hätten, wäre die Demokratie im Keim erstickt worden. Es ist schwer vorstellbar, dass die Demokratie sich anderswo im Nahen Osten oder in der griechischen Welt entwickelt hätte. Es wäre ihr Ende gewesen. Seit Jahrhunderten analysieren Militärtheoretiker die letzte Schlacht der 300 Spartaner, in der sie sich einer feindlichen Übermacht stellten und ihr Leben für ihre Kameraden opferten. Der Heldmut und die Tapferkeit der Spartaner werden noch immer bewundert. Doch viel wichtiger ist wahrscheinlich, was diese Schlacht für die westliche Zivilisation bedeutete.
Let's go!